Ich blanche in Ghetto, von Gessel zu Gessel, und kann nicht gewinnen, kein Ort. Nicht da ist mein Lieber, wie tragt man nach Rieber, Menschen sagt Gott, aber es leucht auf mein Heimat, der Himmel, der Bläuer, wasche hab ich jetzt davon. Ich geh wie ein Bettler, bei jetzt wird ein Teuer, und ich bettel ein bisschen Sonne. Frühling, nimm zu mein Treuen, und bring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Frühling, auf deine Flügelblaue, heine mein Herz mit, ei bring es zu mein Glück. Frühling, auf deine Flügelblaue, heine mein Herz mit, mein Glück. Es heuer der Frühling auf Freien gekommen, so blüht hat sich Bängschaft nach dir. Ich seh dich wie jetzt verladen mit Blumen, ein freudiger gehst du zu mir. Die Sonne hat vergossen, die Welt heim mit Strahlen, so sprotzt hat die Erde sich in Grün. Mein Treuer, mein Liebster, wie bist du verfallen? Du gehst nicht heraus, wenn mein Heim. Frühling, denn zu mein Treuen, hinbring meine Liebsten, mein Treuen zurück. Ich nehme mein Herz mit, ich bring es mein Glück. Ei, Frühling, auf deiner Fliegerbläue. Ich nehme mein Herz mit, ich bring es zu mein Glück. On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna.
up complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the wind... Ici, l'idée, comme je m'entends, eh ben, je peux pas m'arrêter. Je vais avoir 90 ans, j'ai des problèmes, déplacements, jambes, des yeux, c'est problématique. Mais quelqu'un doit faire ce travail, nous devons le faire. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? Halt zu der Zeit noch, wo jeder jeden kannte, da ging es noch, aber in der größeren Stadt, wo alles mehr nicht so intim ist, ja, ist es wirklich so gewesen, dass die geschlagen werden konnte und frei, als uns als Freiwild, als Untermenschen gekennzeichnet haben. Wir hatten keinerlei Rechte und es war so, dass wir also das auf jedem Kleidungsstück tragen mussten und zwar fest angenäht. Das ist also der Originalstern von damals. Man sieht noch die Nähte, ne, wo das auf der Kleidung angebracht wird. Ja. Es sind da noch die Fäden da, wo wir es abgetrennt haben. Wobei man sagen muss, die haben sich also selbst widersprochen. Und zwar sagen sie, in jeder Kleidung muss so ein Stern muss getragen werden. Aber da gehe ich jetzt mal auf meine Liste ein, die ich schon lange gemacht habe, um zu zeigen, was alles geboten und was alles verboten war. Und da ist jetzt im Zusammenhang mit diesem Stern, wenn es heißt, in jedem Kleidungsstück muss es dran sein, da will ich den einen Satz, den muss ich direkt vorlesen, weil man so ein Wortgebilde fast gar nicht im Kopf halten kann. Es ist also gesagt worden, ich will das jetzt mal vorlesen, das ist aufgeführt in Gebote und Verbote. Und Verbote und Gebote waren dann auch abzugeben, also unter der Überschrift abzugeben sind. Abzugeben sind Bekleidungsstücke, soweit sie zum eigenen Gebrauch bei bescheidener Lebensführung nicht mehr notwendig sind. Zu ihnen dazu gehören Männer- und Frauenbekleidung, wie Anzüge, Mäntel, Hüte und Mützen, Kleider und Blusen, Kostüme und Röcke, alte Spinnstoffwaren, wie zum Beispiel Wäsche, Strümpfe, Krawatten, Tücher, Schals, sowie Stoffe, Weiß- und Woll- und Bindfadenreste jeder Art. Also, es müssen doch Wahnsinnsmänner oder Leute
an ihrem Schreibtisch Täter gewesen sein, die sich sowas ausdenken können, um den Bindfaden noch im Kopf zu haben, der auch noch abgegeben werden muss. Also da kann man doch gerade den Kopf schütteln dafür. Das war für mich das Schlimmste, was mir persönlich passierte damals. Das war der Rausschmiss aus den Schulen. Also, ich brauche gar nichts weiter zu sagen. Die Worte, die könnten genauso von mir kommen. Oder beziehungsweise, ich habe es ja vorhin so in ähnliches Raum geschildert. Genau so war das, wie er sagt. Ne? Es gab morgens, als erstes gab es Flaggenhissung. Ja? Da wurde mit Heil Hitler gesungen, ja? Ja, und so weiter. Genau die Worte, wie er sagt, das ist eine vollkommen hundertprozentige Übereinstimmung. Das heißt, müssen wir uns sonst mal treffen, damit wir berichten. Die Jugendlichen haben viel zu lernen. Wir kennen uns nicht, wir haben uns erst gestern kennengelernt. Ja, das ist kein Wort abgesprochen. Ja, ich möchte vielleicht mal kurz da weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. Ich musste also diese Stelle verlassen bei dieser Firma. Das hat der nicht geduldet, dass seine arischen Lehrlinge mit einem Juden zusammengekommen sind. Ja. Es ist zwar dann später auf die Füße gefallen, aber ich konnte da nicht länger bleiben. Das geht nicht anders, ja. Das war Befehl. Ja. Nein, raus morgens, ja, bei so einer Nacht, dann mit dem eiskalten Wasser sich irgendwie säubern. Ja. Das sind keine schönen Erinnerungen. Und dann, na gut, das hat sich auch mit der Zeit nicht verbessert, weil eben nachdem die Ruhr-Epidemie ausbrach, haben wir doch. Ich weiß persönlich von 1300 Verstorbenen an den Epidemien. Ja, so um mich herum, ja, in kleinen Kreis. 1300. Mensch, die Leute waren dann auf einmal nicht mehr da, waren sie weg, Schluss. Was? Man hörte nichts mehr von ihnen. Und wenn ich bin vorhin über den Friedhof gegangen, da gibt es ein Grab, das mich persönlich betrifft, meine Tante, eine ältere Schwester meines Vaters. Er sind uns heim in Holland und unter ihrem Spitznamen, sie hieß Henriette, hat aber niemand Henriette nie gerufen, die war immer jetzt.
Und da steht jetzt schon Liedermann dran. Ja? Das kann nur sie sein. Ja? Ich war ja später noch über ein ganzes Jahr in dem anderen Lager Rivesalt, ist das ein Begriff, in der Nähe von Perpignan, also auch Pyrenäen, aber auf der anderen Apenninenmeerseite. Und ich war da auch über ein ganzes Jahr interniert und bin da auch wieder mit Spaniern oder Spanien-Campern zusammen getroffen, auch Deutsche und Österreicher, die sich gerettet haben, damals, da die fertig gebracht haben, durchzuschlüpfen. Und das waren Beziehungen, die waren unverwüstlich. Das bleibt das. Wenn man solche Leute kennenlernt, wenn man das Glück hat, diese Ideologen und Idealisten kennenzulernen, die felsenfest daran geglaubt haben, an die Menschheit, ja, Kinder, das bringt was mit sich, das wir nicht vergessen können.